Und dann geht der nächste rein und dann geht der nächste rein. Und es ist tatsächlich, Alter, und ich bin ja schon bald übergerascht. Ich meine, da ist man ja auch selten hier an diesem komischen Gewässer. Ich bin heute am Ladoga und was da gleich rausguckt, das gucken wir uns mal an, wa? Ja, was soll wohl hier rauskommen? Man wird es wahrscheinlich schon gesehen haben, oder ihr seht es ja am Thumbnail. Lachs. Im Idealfall ist da auch wieder ein Lachs dran. Und wenn er dran ist, dann lüppt der Lachs. Dann lüppt der Lachs am Ladoga. Oh, Leute, ey. Ich hab lange nicht mehr probiert. Und gerade eben habe ich gedacht, komm, probier's mal, wirf's mal ein bisschen auf. Oder wirf's mal raus und schleppst mal eine Runde. Zack. Und da ist er, der Lachs. Der nächste. Raus damit. Direkt ausnutzen. Zack. Und auf der anderen Route ist auch wieder was dran, was Kleines. Ein paar Barsche geht natürlich auch immer mal wieder mit rein. Aber hauptsächlich eben auch die schönen Lachse. Hier ist was Blödes. Oh, 3,99er Lachs. Zack, raus damit, den Prügel. Und die dritte Route auch noch. Ja, gucken wir mal eben auf die Map. Bisschen schon hier an dem Ding vorbei. Nochmal eben das Ticket nachlösen. Ich wollte ja eigentlich auf Saibling gehen. Die sollen auch ganz gut funktionieren. Da gucken wir gerade drauf zu. Da ganz hinten, wo die Routenspitze ist. Da sollen auch die Saiblinge gehen, wenn man dann hier in Richtung Insel wieder wirft. Also hier an der Kante sollen die Saiblinge laufen. Aber das ist mir dann immer so ein bisschen so, oh, da stehst du da und bist wieder am Kurbeln und musst wieder reinjiggen. Und das ist so das ist so schön entspannt hier. Einfach nur ein bisschen lang brettern und auf einmal rappelt's und es gehen die dicken Lachse rein. Ein schönes Gerät hier mit 11 Kilo war auch schon dran. Gar nicht verkehrt. Das war hier so in dem 11 Meter Bereich. Und ich fahre jetzt einfach mal so, einfach auch testweise. Ich habe es noch gar nicht ausgiebig getestet. Ich fahre mal so bis zum 14er und wieder zurück. Und dann erstmal testen, wo rappelt es richtig rein. Und dann natürlich als nächstes testen, gibt es vielleicht sogar noch bessere Köder. Denn im Moment verwende ich diesen hier. Gehen wir mal ins Detail. Den, Soturi 22 Gramm. Natürlich mit einem fetten Puschelhaken unten dran. Und das Teil völlig simpel übrigens auch. Einfach nur eine 19 Kilo Monoschnur drauf geklatscht. Und dann gib ihm. Also das ist ganz simples Angeln. Man kann mit Sicherheit auch noch mit einer leichteren Route da dran gehen. Wobei ich denke, wenn man am Ladoga angekommen ist, sollte man schon ein einigermaßen vernünftiges Spinning-Setup oder Schlepp-Setup haben. Oder kleiner Döbel. So, dann legen wir die mal eben ab und machen mal eben kurz hier die Wände. Zack. Und wieder Gas. Jawohl. J drücken. Läuft. Und den holen wir nochmal rein und werfen nochmal in die andere Richtung aus. So, jetzt gerade nochmal eben schauen. Sind wir ausgerichtet hier auf die Rinne? Ja, bisschen weiter rüber. So ungefähr die Ecke hier von der Felswand da hinten anpeilen. Und dann 50% auswerfen. Auch hier überall nur die olle. Ah, hier ist sogar noch Fluorocarbon, genau. 27er Fluorocarbon, 35er, 35er Braid hatte ich gerade drauf gemacht. Aber die ersten Lachse, die waren alle hier so wie die Route hier zusammengebaut. Einfach nur mit der ganz simplen Mono. 19 Kilo Mono-Schnur. Zack. Und dann hier ein bisschen ziehen lassen. Ja, Wobbler wären noch interessant. Welche Wobbler triggern? Und das ist dann halt jetzt der nächste Schritt. Aber wie gesagt, ich mache noch ein paar Mal hier die Rinne rauf und runter. Das muss ich ja alles erstmal noch richtig bestätigen, dass das gut funktioniert. Damit man sagen kann, ja, lübt, der Lachs lübt. Das ist ein Spot.
Und das kann natürlich jetzt noch ein bisschen dauern, ne? Also ein paar Runden hin und her fahren. Gucken, dass es geht. Tempo ist soweit okay, Temperatur ist okay. Eine Nacht habe ich noch gar nicht durchgemacht. Ich habe jetzt gerade die ersten... Ja, hier, erste halbe Stunde, ne? 24 Minuten ist es jetzt her. Also morgens jetzt hier angefangen und mal ein bisschen getestet. Und jetzt gucken wir mal, wie es dann auch den Abend durchläuft. Und ob da vielleicht noch was Dickes reingeht, das wäre gar nicht schlecht. Lachs-Trophy würde mir noch fehlen. Das wäre richtig, richtig geil, ey. Und dann als nächstes, wobei das könnten wir vielleicht hier auf der dritten machen. Dann lassen wir die zwei einfach schon mal draußen. Und dann gehen wir mal auf so klassische Lachshaken, auf so klassische Lachsköder. Gehen wir mal hier auf die Cranks oder sowas. Allerdings eher die etwas älteren. Nicht den blauen, der sonst immer lief. Das hier, die Snatcher zum Beispiel. Die ging doch auch eine Zeit lang super. Ballern wir mal einen Snatcher raus. Guck mal, ach, gerade ausgeworfen. Da ist hier auf der anderen Route schon was dran. Dadurch, dass wir ja hier über so eine richtig tiefe Stelle brettern, können wir ja die Snatcher oder die Hardbaits, die Wobbler, können wir ja richtig schön tief führen. Oh, guck mal, eine Sefo. Kann auch gerne mit reinsteigen. Ja, passt. So, zack. Und runterschießen lassen. Der Snatcher, der läuft 3 Meter tief. Das ist doch ganz gut. Mal gucken, ob wir den hier auch ein bisschen... Jawohl, zum Twitchen kriegen wir den auch. Sehr gut. Und da schießt auch schon direkt was rein. Alles klar, wenn das jetzt ein Lachs ist, wäre das nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist eher ein Barsch. Nee, doch, es ist der Lachs. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So soll das. Schieß runter. Und sofort das Twitchen. Einholgeschwindigkeit auf 50. Kurz anklicken. Zack. Zack. Ungefähr eine halbe Drehung ist es ja nur. Zack. Bisschen warten immer. Geil. Ja, so soll das, ey. So soll das. Aber auch das ist dann natürlich noch nicht... da gibt es noch mehr. Also noch mehr Köder. Mehr, so in Richtung bläulich fällt mir natürlich auch noch ein bisschen was ein. Dass man das auch nochmal testet. Aber bisher ist es halt golden und gelb. Was zumindest schon mal kleine Lachse getriggert hat. Bis 11 Kilo. Am besten rappelt da gleich einer so richtig fies rein, ey. Das wär's, ne? Ich weiß noch, dass da vor ewigen Zeiten gegen die Dinger hier auch. Der hier, glaube ich, war's. Und da ist der nächste unten. Halt. Ziehen wir erstmal hier. Das Geile ist halt beim Lachs, also wenn du da ein paar rausgezogen hast, die bringen halt ordentlich Kohle. Das ist halt so entspannt. Fährst hier ein bisschen rauf und runter und machst einfach Kohle damit. Ich glaube, ich bin schon gleich angekommen. Ja. Jo, das wird schon nichts mehr. Da können wir schon einholen hier. Oder weißt du was, wir fahren mal in die Richtung. So. Nochmal raus hier mit den kleinen Wobblern. Und gleich schießt er runter. Ja. Und er schießt richtig runter. Und auch da funktioniert das Twitchen. Allerdings ist er ein bisschen zu leicht. Das ist nicht so ganz gut, ey. Einfach wieder viel ausprobieren. Das ist das... Und da geht der nächste rein. Jawohl. Ha! Auf dem Blinker. Reingeblinkert das Gerät. Aber es ist eine Forelle, oder? Ja. Die Forellen, ey. Probieren, probieren, probieren. Ich war die letzten Tage viel am Ausprobieren an verschiedensten Gewässern. Alles so, ja, war okay.
ging ganz gut. Aber nichts, wo ich sage, ja geil, das scheppert richtig und bringt auch ordentlich Kohle noch dabei. Beziehungsweise für mich eigentlich ja noch wichtiger, dass es einfach Spaß macht, dass man ein bisschen Frequenz hat und auch ein bisschen was rausziehen kann. Und wenn das gerade nicht gegeben ist, dann ist es halt auch echt ein bisschen langweilig, ne? Ich fahre jetzt nochmal wieder zurück. Und dann geht es jetzt hier nochmal in die Rinne. Wenn ihr zufällig noch einen Spot kennt für die Z-Fische, da wäre ich dann auch sehr dankbar. Mir fehlt noch eine Trophy. Ich glaube, die... Was war es? Zope? War es Zope? Es war die Zope. Genau. Zopen-Trophy wird noch fehlen. Das wäre noch ganz gut, ey. Und auch das sind natürlich immer Fische, die halt super laufen. Also wenn ihr da noch einen Spot kennt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch das ganze Theater hier sowieso gefällt, den Kanal abonnieren, mal einen Daumen da lassen. Und ruhig gerne mal reinschreiben, was ihr noch gerne sehen wollt. So, weiter geht's. Wir sind wieder auf Spur hier. Schön übers Elfer. Weil ich, wie gesagt, mit dem Köder hier gerade noch nicht so ganz zufrieden bin. Wichtig natürlich immer bei den ganzen Ködern. Es muss eigentlich am besten recht schnell zu einem Biss kommen. Gar nicht so ewig lange irgendwie ausprobieren. Wenn der Köder irgendwie triggert, dann macht er das auch relativ schnell. Zack. Und wenn man auch am Anfang, das ist ja bei den Hechtangeln, da kann man das immer ganz gut sehen. Gerade am Anfang, wenn da die kleinen Hechte auch schon nicht drauf gehen, da muss man auch gar nicht weiter ausprobieren. Wenn man am Anfang sofort merkt, zack, klatscht sofort irgendwie in ein kleiner Hecht rein, auch wenn es nur 700 Gramm ist oder so, dann sofort weitermachen, dann ist alles geil. Aber wenn selbst die nicht beißen wollen. Und hier bei dem Sotori, das war sehr, sehr geil, rausgeworfen, ein bisschen gefahren. Und zack, ging auf einmal der erste schon rein. Ist schon immer ein gutes Zeichen. Tja, auch hier jetzt gerade ein paar, die unmaßig sind leider. Aber immerhin Zielfisch. Gehen wir nochmal auf den anderen Snatcher. Andersrum. Da auf den. Und schön hier durch die Rinne ziehen. Ein bisschen nachlenken. Ja, dass wir da hier auch schön in den Knick durchfahren. Genau. Und weiter ein bisschen durchtwitschen hier, ne? Zack. Ha! Geil, ey. Ein-, zweimal getwitcht und Biss. Und wie gesagt, da ist mir eigentlich recht wurscht, was es ist. Jetzt ist es ein Döbel, okay. Hauptsache, es ist ein irgendwie maßiger Fisch. Wenn es natürlich dann noch genau der Zielfisch ist, umso besser. Aber es muss halt so ein bisschen Frequenz da sein, dass es einfach irgendwie auch, dass es auch Bock macht. Zack, da geht der nächste auf den Sotori. Hammer, ey. Ja, der mit 11 Kilo, der ging natürlich schon schön in die Bremse rein. Der ist einfach mal abgezogen. Die haben ja eine übelste Power, die Viecher, ey. Richtig fett Kraft. Ganz, ganz, ganz krasses Ding. Auch wieder nur Döbel hier. Hm, ich überlege schon, das ist jetzt schon mehrfach gewesen. Ich überlege schon, diesen hinteren Teil vielleicht einfach wegzulassen. Und da rappelt es auf einmal. Vielleicht einfach nur bis hier vorne, bis zum Elfer und wieder zurück. Könnte man auch machen. Andererseits ist die Strecke jetzt nicht so lang, ne? Man muss ja doch ein bisschen Strecke haben. Auch wieder ein Lachs, okay. Hier ist auch wieder einer dran, okay. Gut. Das ist jetzt sogar außerhalb von der Rinne. Ich bin ja gerade so ein bisschen daneben weggedriftet. Gar nicht mehr über dem 14er Loch. Komm mal ran hier.
alle so knapp unter. Das ist ja uncool, ey. Das ist ja uncool. So, jetzt nochmal. Zack. Auswerfen. Das ist ja ein Dingen, ey. Knapp unterm Mindestmaß. Und den Snatcher nochmal raus hier. Bam. So. Sehr gut, ey. So. Ziehen wir nochmal hier schön einen durch. Jetzt haben wir auch schon die Dämmerung. Es wird langsam dunkel. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, was sich so tut, bis es dunkel wird. Und wenn da noch was rappelt, gucken wir gleich nochmal eben rein. Und ansonsten verkaufen wir den ganzen Sermon mal und schauen mal auf die Preise. Na, da ist doch noch einer reingeschossen, ey. Doch, ist gar nicht so schlecht. 3-4 Kilo, aber vielleicht auch nur. Also, es geht doch noch ein bisschen was rein. Kleine Seeforelle ist auch noch gerade mit reingeschossen. Und gerade beim kurz anhalten und dem absinken lassen der Köder, der Blinker, da ging es dann auch gerade nochmal los. Hier geblieben. Was mir aufgefallen ist, man kann natürlich, also was mir an mir selbst gerade aufgefallen ist, man kann natürlich, wenn man hier einfach schön die Bahn abfährt, ohne ein Video, kann man eigentlich entspannter natürlich hier seine Strecke abfahren. Also achtet ruhig mehr darauf, wo ihr die Map quasi oder... Bam! 7,5 Kilo Seeforelle, auch nett. Mehr darauf achten, wo ihr wirklich langfahrt. Also ich habe es gerade gemerkt, ich achte so im Video natürlich oder während des Aufnehmens kaum darauf, wo ich jetzt wirklich langfahre. Wenn ich das aber ohne Video sozusagen mache, dann habe ich ständig irgendwie auch die Karte offen und gucke, dass ich da die Bahn auch treffe und sowas. Ich habe mir eine kleine Markierung gemacht, dass ich das Boot mittig auch genau halten kann, dass ich weiß, okay, ich fahre auch genau dahin und mache nicht irgendwie so und wundere mich, dass ich immer so knapp daneben fahre. Sondern ich weiß halt, wo die Mitte ist, so vom Monitor und so Sachen, dass man eben dann eben auch richtig fahren kann. Alles so Kleinigkeiten, dass man eben auch da die richtige Spur halt lang fahren kann. Ja, 14 Meter Loch, allerdings immer noch nicht ganz so sexy. Gucken wir jetzt nochmal mit ein bisschen fahren und absinken. Zack! Und absinken lassen. Da ist er auf der 3. Also das runtersinken lassen. Mal zwischendurch den Motor. Ja, Motor aus ist übertrieben. Aber einfach mal eine Strecke fahren. Und anhalten. Dass der Köder wirklich runtersinkt in die Löcher rein. Das war jetzt schon mehrfach ganz gut. Der schießt auch nochmal richtig schön runter. Jawohl. Da biegt sie die Rute, Alter. Komm ran hier. Und... Alter. Das ist mal nice. Mal aufstehen hier. Das ist der Vorteil, wenn der Motor aus ist. Dann geht das nochmal einfacher. Schöner Lachs nochmal. 4 Kilo. Alter, die kämpfen, ne? Die kämpfen. Ist das der Hammer, ey. So, gehen wir eben verkaufen. So, was bringen denn so ein paar Lachse? Das waren jetzt nicht ganz so... Ja gut, sind ein paar. Aber viele unmaßige dabei, ne? Da waren zwischendurch echt einige unmaßig dabei. Sortieren wir mal nur nach Lachs. Das ist doch gar nicht so schlecht. Sind wir bei 6, 12, bei 13 Lachsen. Nach Gewicht sortiert leider nur 5 maßige. Aber ich bin da noch ganz entspannt mit. Die können auch mal gut und gerne gerade halt so ins Maßige reingehen. Das wird schon passen. Das wird schon alles gehen. Gucken wir mal nach den Preisen. Nach Preisen sortiert. Ja, sind sie quasi auch nach Gewicht sortiert. Das sieht schon ganz gut aus. 11 Kilo Lachs mit 54 Silber ist natürlich richtig geil. Nehmen wir mal sortiert nach Fangzeit. Die ersten hier können wir rausnehmen. Das war ja stationär. Auch da natürlich, wie gesagt, Bachsaiblinge. Probiert es ruhig aus.
wenn ihr da Lust drauf habt, Bach-Saibling total belohnt, bringt auch immer wieder gut Silber rein. Allerdings dann ab hier sozusagen bis jetzt hier gerade eben für ja, 48 Minuten 186 Silber mit den Saibling 240. Bin ich ganz zufrieden mit. Kann man machen. Und dafür, dass es jetzt so frisch ist, kratsching, und noch gar nicht richtig erforscht sozusagen, was man eben noch optimieren kann. Wie gesagt, dafür läuft es schon top. Ich glaube, ich werde gleich noch ein bisschen weiter probieren. Neue Montagen vielleicht noch oder ein bisschen anders dran an der Montage noch ein bisschen was ändern. Dünnere Schnüre vielleicht noch probieren und dann die ganze Palette an Blinkern und Wobblern durchprobieren. Wie gesagt, wenn ihr noch Tipps und Tricks habt oder irgendwelche Stellen habt, einfach gerne auch unten unter den Videos teilen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich wieder in den nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Haut rein, bis dahin. Tschüss.